Und es geht heute um das kleine Schwarze. Was muss ich alles wissen? Das ist eine Anschaffung fürs Leben, das kleine schwarze Kleid, was zu jedem Anlass passen soll. Claudia, hilf uns doch. Es ist was noch müssen wichtiger wir als gucken? Ein Ehepartner, würde ich sagen. Ja, also das kleine Schwarze ist absolut. Lieber ein bisschen mehr anlegen als weniger. Also es geht darum, man braucht eine gute Qualität. Mhm. Ja, es sollte aus einem schönen Stoff sein, den man im Sommer genauso wie im Winter tragen kann. Mhm. Ich würde sagen, eine schöne Viskose wäre perfekt. Ja. Es sollte auch gut sitzen. Mhm. Und ich würde sagen, wenn ihr tendiert zwischen 38 geht zu und dann müsste ich noch 3 Kilo abnehmen oder 2, dann lasst es bleiben, nehmt das 40er und ihr habt wirklich eine ganz treue Gefährtin, nämlich das kleine Schwarze. Ihr genau. müsst aus der Kabine rauskommen und würdet sagen, wow, genau so würde ich mich heiraten. Im genau. kleinen Schwarzen. Also genau. noch mehr als zum Brautkleid, weil das hieß nur einmal im Leben, das kleine Schwarze hoffentlich ganz oft. Genau. Nämlich, zu welchen Gelegenheiten kann ich das anziehen? Firmenfeiern, fällt mir ein. Theater, Dinner, Essen, vielleicht beruflich. Vernissage, beruflich auch, wenn es nicht zu tief ausgeschnitten genau, ist. Und beruflich. Wenn es etwas tiefer ausgeschnitten ist, dann trägt man halt einen Schal drüber oder was. Genau. Also du kannst es zu allem tragen. Ja, ist nie falsch. Ja. Ciao.